Hallo hier bei Deutschlandwetter zu nochmal einem Video hier am Abend. Wir schauen in diesem Video nochmal ein bisschen kurz genauer drauf, oder was heißt genauer? Wir schauen in diesem Video nochmal ein bisschen drauf auf das Wetter jetzt in den kommenden Tagen, denn in den kommenden Tagen wird es doch durchaus erst noch heiß werden, bevor dann teilweise kräftige Gewitter aufkommen werden. Schauen wir jetzt als allererstes mal auf den morgigen Sonntag, und am Sonntag werden wir es mit Temperaturen zwischen 30 bis 32 Grad entlang des Rheins haben. Auch generell Richtung Osten an der Grenze zu Polen hätten wir ähnliche Temperaturen von teilweise Werten bis zu 25 bis 31 Grad. Sonst liegen die Temperaturen meist bei 28 bis 30 Grad. Schauen wir dann jetzt auf Montag, und am Montag werden wir es schon mit Temperaturen, vor allem am Oberrhein, auch von teilweise 33, 34 Grad haben. Generell entlang des Rheins bekommen wir Werte von meist bis zu 30, 32 Grad, und im Osten auch extrem warm, und am kältesten wird es wahrscheinlich an Nord- und Ostsee, und im Südostbayern wird es auch nicht besonders heiß werden. Also hier werden wir doch keine Temperaturen bis zu 30, 35 Grad bekommen. Und dann kommt der, würde ich mal sagen, der Dienstag, der Gewitterdienstag, und am Dienstag werden wir es dann mit teilweise schweren Gewittern zu tun haben. Vor allem in der West- und Nordwesthälfte wird dies der Fall sein. Schon am Vormittag kommen diese Gewitter dann örtlich auf und werden dann auch mal örtlich kräftiger ausfallen. Und dazu blende ich hier immer noch die ganzen Karten jetzt ein, damit das Ganze einfach gut zu verstehen ist. Am Nachmittag verlagern diese Gewitter und Unwetter sich weiter Richtung Norden und Nordosten und können auch hier heftige Begleiterscheinungen bringen von teilweise größerem Hagel, und die Temperaturen gehen einen Tacken zurück. In der Ost- und Südhälfte bleibt es wahrscheinlich noch warm bis heiß. Im Westen kommt dann die Kaltfront bald an mit etwas kühleren Werten. Schauen wir dann jetzt auf die Niederschlagsmengen bis Mittwoch, und dann werden wir es doch verbreitet von NRW über Hamburg-Bremen bis nach Schleswig-Holstein mit Niederschlagsmengen bis 30, 40, örtlich auch mal 50 Liter pro Quadratmeter zu tun haben. Örtlich kann auch noch deutlich mehr Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Vor allem in diesen schweren Gewittern wird dies dann der Fall sein. Das war's dann mit diesem kurzen Abendupdate. Wir sehen uns morgen Vormittag dann wieder noch zu einer morgendlichen Wettervorsage oder vormittaglichen Wettervorsage. Sonst sage ich, habt eine schöne Nacht und habt einen schönen Abend. Genießt noch diese schönen warmen Temperaturen. Bis zum nächsten Video und ciao.